Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns hier mal getroffen mit ja, zu dritt, um mal über das vergangene Semester, das abgelaufene Corona-Semester zu sprechen. Ja, und bei mir sind einmal Nikolaus Mirset und Jan-Henrik Kramer. Und ja, vielleicht stellt euch ganz kurz mal vor. Ja, Jan, Nikolaus, magst du Hendrik, willst du anfangen? anfangen? Ja, hallo, ich bin Jan Kramer vom Institut für Musik. Ich bin hier verantwortlich für das Tonstudio und insgesamt die IT am Institut für Musik. Mache Lehrveranstaltungen in Medientechnik und Audiotechnik und ja, hatte deshalb auf zwei Wegen viele Berührungspunkte mit der digitalen Lehre. Einmal durch meine eigene Lehre, eben aber auch im Support zu den Lehrenden, die Instrumentalunterricht und so weiter über Zoom oder andere Tools machen wollten. Ja, danke. Ja, Nikolaus Meset ist mein Name. Ich komme von der Fakultät A&L, von unserer Grünen Fakultät, bin dort für das Fach Wirtschaftsinformatik zuständig und damit irgendwie auch gleichzeitig für digitale Themen so ein bisschen. Die habe ich auf Agenda auf jeden Fall. Und ich habe auch im vergangenen Semester viel ausprobiert, was ja auch notwendig war und auch einige neue Tools kennengelernt und aber auch bewährtes genutzt. Und ja, ich bin sehr optimistisch, dass das alles im nächsten Semester alles noch besser läuft. Und deswegen machen wir auch diese kurzen Videos, um mal vorzustellen, was wir so gemacht haben und damit alle davon vielleicht ein bisschen profitieren können. Ja, wunderbar. Ja, und mein Name ist Carsten Risse. Ich habe hier die Professur für Medieninformatik bei uns in der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik und leite bei uns das E-Learning Competence Center. Und ja, das war gerade schon sozusagen der Übergang ins nächste Semester. Ja, auch da wird es einen großen digitalen Online-Anteil geben. Und ja, wird uns überlegt, wir tauschen uns einfach mal aus über die Tools, die wir jetzt so genutzt haben und die wir vielleicht für ganz gut befunden haben. Ja, und ja, ich würde einfach mal mit dir, Nikolaus, anfangen. Ja, welches Tool magst du denn vorstellen und in welcher Veranstaltung hast du das eingesetzt? Ja, ich werde heute zwei Tools vorstellen. Ich fange gleich mal an mit Mentimeter. Vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt oder der einen oder anderen. Das ist ein Tool, mit dem man relativ einfach interaktive Umfragen machen kann. Also gerade im Online-Raum ist es natürlich wichtig, weil man mit den Studierenden doch in der großen Gruppe nicht alle erreicht und sie auch nicht sieht, Feedback einzuholen oder auch Umfragen zu machen oder auch Quizzes kann man damit machen. Und das ist wirklich ein Tool, was ich empfehlen kann. Und ich habe das auch vor Corona schon sehr viel eingesetzt. Und das will ich gleich einmal kurz zeigen. Ich denke, wir machen mal ein Beispiel mit euch zusammen und dann bauen wir mal ganz schnell eine so eine kleine Umfrage mit Mentimeter, um zu zeigen, wie das geht und wie einfach das auch ist, dass man die Angst davor nimmt. Und das zweite Tool, was ich zeigen möchte, dann später ist Loom. Da geht es um Video-Feedback, auch ganz schnell und einfach nutzbar. Werde ich dann auch einmal kurz zeigen. Ja. Dann würde ich sagen, teilst du doch am besten mal deinen Bildschirm und wir müssen vermutlich irgendwie unser Smartphone in die Hand nehmen. Das müsst ihr gleich oder ihr nehmt euren Rechner. Ja. Ich habe jetzt eine. Ah, jetzt geht's, alles klar. Bildschirm teilen geht. Ich teile mal meinen ganzen Bildschirm. Das ist am einfachsten, wenn ich nachher rumspringe, weil ich das dann in einem Browser nochmal öffne, wo ich nicht eingeloggt bin. Dann springe ich dann von Browser zu Browser. Genau, so sieht es dann aus. Also das Tool erreicht man unter mentimeter.com. Es ist so, dass es da eine freie Version gibt. Das heißt, wenn man sich da anmeldet, kann man die erstmal nutzen. Das ist natürlich dann entsprechend etwas begrenzt, wobei man muss sagen, die Begrenzungen sind nicht wirklich schmerzhaft. Also es ist so, dass man dann einfach nur in einer Umfrage nur drei Slides haben kann. Wir werden gleich sehen, dass es da so über Slides geht, wo man dann jeweils eine Umfrage platzieren kann. Und für schnelle Umfragen reicht das bei mir meistens. Wenn man allerdings mehr will, dann muss man eben die Paid-Version nehmen. Ich glaube, die liegt bei 10 € im Monat. Aber ich glaube, da gibt es auch Überlegungen, ob man vielleicht über die Hochschule sowas anbieten kann. Ich weiß es nicht, was der Stand ist. Ich fände es klasse, ist ein super Tool. Also so sieht es aus, wenn man auf die Startseite kommt. Und wenn man eingeloggt ist, dann sieht man hier oben Your Presentations. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf, weil das natürlich das Spannende ist. Und da sieht man, dass ich das schon relativ viel nutze. Also ich habe das hier, man kann hier Ordner erstellen, um die ganzen Umfragen etwas zu strukturieren. Und das ist jetzt hier nach Veranstaltung. Und ich kann jetzt einfach mal ein Beispiel aufmachen, was wir schon gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel eine Umfrage zum Corona-Semester gemacht mit unserem Studiengang. Da haben wir jetzt, sieht man hier, 44 Antworten. Und da klicke ich jetzt einfach mal rein, damit man mal sieht, wie sowas aussieht. Das wäre auch gleichzeitig der Modus, wo man das auch editieren kann. Also es ist wirklich sehr einfach. Sieht so ein bisschen aus wie PowerPoint. Man hat hier links die Slide-Übersicht, hier in der Mitte die Slide, die man gerade bearbeitet. Und dann auf der rechten Seite so die ganzen Optionen, die man einstellen kann. Und ja, ich will es eigentlich nur ganz kurz machen, weil wir machen auch gleich noch eins zusammen. Also man kann hier natürlich unterschiedliche Arten von Umfragen machen. Wenn ich hier auf Type klicke,
Dann sieht man hier so die wichtigsten. Ne? Das sind also die klassischen Multiple Choice. Man kann offene Fragen stellen mit Word Cloud, Open-Ended. Man kann Q&A einbauen. Das heißt, man kann Studierende Fragen stellen lassen und andere können die dann wieder hochvoten, sodass man die wichtigen Fragen oben hat. Das Schöne ist an Mentimeter, man kann das nicht nur in der Live-Veranstaltung machen, sondern man kann theoretisch einen Link bereitstellen, wo man sozusagen jederzeit Fragen entgegennehmen kann. Also das ist auch ein cooles Tool, Feature, wo man über das ganze Semester hinweg zum Beispiel so anonyme Fragen oder Feedback einholen kann. Das nutze ich auch in meinen Veranstaltungen und funktioniert hervorragend. Dann kann man das am Anfang jeder Session immer wieder aufrufen und sagen, jetzt gehen wir mal die Fragen der letzten Woche durch, die aufgelaufen sind. Also das sind so typische Fragen, die man eben so braucht. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Quizzes zu machen, was ja auch ganz schön ist. Da gibt es aber auch andere Tools, aber das kann man auch mit Mentimeter. Und ja, das sind jetzt einfach mal so Beispiele. Also das ist ein klassischer Multiple Choice. Ne? Was studierst du? Und dann kann man auswählen, in welcher Ansicht man das haben möchte. Es gibt hier noch die Möglichkeit, da ich jetzt hier nicht im Edit-Modus bin, kann ich das gerade nicht, aber ich könnte auch so Punktewolken machen oder die Balken quer. Also man kann da so ein bisschen was einstellen, auch die Farben. Dann gibt es so Skalen, die man nutzen kann. Und was ich besonders spannend finde eigentlich, das sind immer die, die offenen Fragen, weil da bekommt man sozusagen auch die, die sich jetzt nicht zu Wort melden. Bei einer offenen Frage, da müsste man sich ja sonst im echten Leben, sag ich mal, zu Wort melden. Und das kann man hier eigentlich immer ganz, da kriegt man sehr viel Feedback. Also wir haben hier 29 Rückmeldungen, das sieht man hier unten, zu der Frage, was hat aus deiner Sicht im vergangenen Semester gut geklappt? Und das ist für die ganz kurze Frage, das ist für die Studierenden auch anonym. Das heißt, man sieht nicht, wer die Fragen eingegeben hat. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt ist. Es ist anonym. Man kann das Ganze auch accountbasiert machen. Also wenn jetzt alle einen Account hätten und man ist eine Gruppe, die immer geschlossen zusammenkommt, also im Unternehmen zum Beispiel wäre das vielleicht der Fall, dann könnte man das auch auswerten nach Abteilung oder sowas. Hier ist es so, dass wir keine Accounts haben, das ist komplett anonym. Man kann die Daten nachher als Excel exportieren, also diese Antworten bekommt man wirklich nur die, man bekommt eine anonyme ID pro Teilnehmer und man bekommt dann die Historie seiner Antworten. Also ich bekomme zum Beispiel eine Zeile, da steht drin, er studiert BWA, und dann kriege ich seine Antworten oder ihre zu diesen Fragen. Also ich kriege dann eine Zeile pro Antworter oder Antworterin, aber ich bekomme nicht die Info, wer das war. Auch keine IP-Adresse oder ähnliches. Das ist wirklich anonym. Genau, das ist also wirklich ein nützliches Tool. Da kann man dann so durchscrollen, um auch offene Fragen, was nicht so gut geklappt hat, haben wir abgefragt. Und dann haben wir natürlich auch noch das Q&A-Tool genutzt. Deswegen eignet sich diese Frage, Umfrage hier ganz gut. Und da sieht man, welche Fragen da so eingegangen sind. Hier sieht man, die hat von einem ein Votum bekommen. Und hier sind jetzt schon alle anderen beantwortet, deswegen steht hier nur eine. Da waren aber so 10, 11 Fragen drin, die man dann durchklicken kann und dann beantworten kann. Genau, das wäre jetzt mal so ein Blick auf eine bestehende. Und ich will jetzt einfach auch nochmal mit euch eine machen, sodass wir auch die Live-Vorführung einmal haben. Das heißt, ich erstelle jetzt eine neue, gehe also zurück in mein Home-Verzeichnis hier und dann klicke ich einfach mal auf New Presentation. Ich kann das nachher noch verschieben. Und ich nenne das jetzt einfach mal, ich nehme mal ganz gerne einen Datumstempel davor, dann hat man eine schnelle Übersicht, wann das nochmal war. Und Carsten und Jan. Und dann klicke ich auf Create Presentation und komme dann in diesen Modus, in dem wir auch gerade schon waren, wo eben jetzt ist alles leer natürlich noch. Ich kann auch bestehende Umfragen importieren oder kopieren. Also man muss zum Beispiel nicht die Arbeit sich immer wieder neu machen, wenn man eine gute Umfrage hat, die man jedes Semester nutzen will. Dann kann ich hier entweder importieren oder eben gleich eine Kopie von der bestehenden machen. Genau, ich will jetzt von euch ein paar Sachen wissen. Ich will von euch einmal wissen, Multiple Choice. Und zwar möchte ich wissen, aus welcher Fakultät oder Institut kommst du? Da tippe ich einfach meine Frage hier rein und dann habe ich hier die Options und da tippe ich jetzt mal ein WISO, INI, MKT, dann kann ich weitere hinzufügen, IFM und last but not least AOL. Und dann hätte ich jetzt schon eine Multiple-Choice-Umfrage erstellt. Ich kann dann hier nochmal, wie ich eben schon sagte, dass das die Ergebnisse anders anzeigen als Bars, als Donut. Ich finde immer diese Punkte ganz schön. Nehme ich die jetzt mal, dann bewegen die sich nachher schön dahin und man sieht die Anzahl. Und ich kann auch noch sagen, dass ich das Ganze als Percentage noch anzeigen möchte und so weiter. Ich kann auch noch so ein paar Sachen einstellen zu der Antwort. Darf man nur einmal antworten, darf man öfter antworten und so weiter. Will ich jetzt gar nicht. Das kann man alles relativ schnell herausfinden. Und dann würde ich euch gerne noch eine offene Frage stellen. Dann machen wir mal eine Word Cloud.
Und was waren im vergangenen Semester deine Lieblingstools in der Lehre? Genau. Und da braucht man gar nicht viel mehr machen. Man kann dann voreinstellen, wie viele Entries, also wie viele Antworten jeder abgeben können soll. Das sieht man gleich in dem Antwortmodus, sind dann eben jetzt drei Textfelder vorgesehen. Kann das erhöhen oder sagen, ich will auch nur eins. So wäre es jetzt irgendwie eure Top 3, vielleicht könnte ich noch in der Frage ergänzen. Und ich kann dann hier auch noch sagen, ihr könnt aber auch öfter als einmal, das könnte ich jetzt hier einfach anhaben. So, ich will gar nicht viel mehr machen. Ich könnte jetzt noch kurz hier mal in Themes reingehen. Da kann man nämlich unterschiedliche einfach anwählen, dann hat man es auch in dunkel oder in hell. Ein paar sind dann doch nur für Pro-Features. Ich bin übrigens Bezahl-Account, aber es gibt noch eine Stufe mehr. Die müsste man dann nehmen, wenn man diese mit den Sternchen haben möchte. Genau, ich würde jetzt einfach mal mit euch den Test machen und das Ganze, diese Umfrage mal mit euch durchführen. Und das geht dann ganz einfach über diesen Share-Button oder über Present. Also wenn ich jetzt auf Present klicke, dann könnt ihr jetzt, wie ihr hier oben seht, da gibt es so eine Anleitung, ich kann das auch auf Deutsch umstellen übrigens, dann steht hier das Ganze auf Deutsch. Die Teilnehmer gehen jetzt auf menti.com und geben diesen Code ein. Das ist ein Weg, das könnt ihr jetzt machen. Der Alternativweg, der vielleicht sogar einfacher ist, ist einfach diesen Voting-Link zu teilen. Ja, wenn man zum Beispiel Teams nutzt und das live in der Veranstaltung auch nutzt, da kann man da einfach diesen Code reinkopieren oder in einem anderen Tool. Also das wäre jetzt die Alternative, da kommt ihr auch dann direkt zu diesem Antwortmodus. Genau, das Problem ist, wenn ich eine permanente Umfrage mache über das Semester hinweg, dann muss ich diesen Link nehmen. Wenn ich wirklich nur eine Live-Session habe, dann geht der Code, weil dieser Code, der läuft ab. Ja, der läuft irgendwann ab, nach 2-3 Tagen. Dieser Link hier, wie es hier steht, der bleibt für immer gültig. Das heißt, den kann ich auch in Oscar irgendwo platzieren und sagen, hier könnt ihr immer Feedback abgeben und der bleibt dann auch bestehen. Genau, ihr habt jetzt schon geantwortet. Ich gehe mal auf die erste Frage und ich würde auch nochmal teilnehmen. Ich war nämlich gerade auf der ersten, als ihr geantwortet habt, deswegen habt ihr wahrscheinlich die erste gesehen. Das ist auch ein kleines Feature. Man kann einstellen, dass man sozusagen geführt wird durch diese Umfrage als Teilnehmer oder dass man die komplette Umfrage von vorne bis hinten asynchron bearbeiten kann. Und ich hatte es jetzt so eingestellt, dass ihr geführt werdet. Das heißt, ihr hattet eben diese erste Frage, weil ich die gerade offen hatte. Das war deswegen habt ihr die erst beantwortet. So, und dann mache ich mal hier eins. Ich gebe auch meine Antwort ab. Jetzt gebe ich AOL ein. Das sollte dann relativ zeitnah da erscheinen, das bin ich. Genau. Jan hat noch nicht geantwortet. Müssen wir aber auch nicht machen. Ah, da kommt er. Genau, und dann ist es wie bei einer Präsentation, wenn ich jetzt die nächste Slide öffnen will, klicke ich einfach den Pfeil nach rechts oder hier unten habe ich so eine kleine Navigation. Und genau, da kann man jetzt eben, ich mache jetzt mal einen kleinen Test, so eine WordCloud funktioniert ja so, dass sie eben mehrere Begriffe, die häufiger genannt werden, dann größer darstellt. Und deswegen gebe ich jetzt auch mal QuickTime ein. Und dann sollte QuickTime etwas größer werden. Genau. Ja, wie gesagt, das ist ein Tool, was ich für verschiedene Szenarien gerne nutze. Also unter anderem eben für diese Q&A-Geschichte. Hat sich gerade bewährt in der großen Veranstaltung Wirtschaftsinformatik bei mir mit 100 Leuten. Und da wird dann doch während der Sitzung ganz gerne reingepostet und dann mache ich immer am Ende der Sitzung 10 Minuten Zeit, reserviere ich dafür, dass man diese Q&As durchgeht oder dann auch am Anfang jeder Sitzung, die in der Woche aufgelaufen sind, das fand ich jetzt sehr, sehr wertvoll. Aber sonst auch für Feedback oder Abstimmungen und dergleichen einfach mal ein Meinungsbild einholen, sehr nützlich. Oder eben auch für Quizzes, wobei ich für Quizzes tatsächlich was anderes nutze, aber man könnte auch dann gleich Mentimeter nutzen. Das heißt, die Studierenden haben ihr Smartphone immer dabei, müssen das irgendwie sozusagen handbereit haben. Hast du nicht Bedenken, dass sie das dann für andere Dinge nutzen? Oder wie ist da deine Erfahrung? Also ich habe das ja sowohl in Präsenz als auch in virtueller Lehre eingesetzt und ich sage mal so, die Befürchtung habe ich nicht, erstmal vorweg. Natürlich nutzen sie auch während der Sitzung ihre Smartphones, aber das würde ich jetzt, also ich kann denen ja auch nicht verbieten, dass sie ihre Smartphones mitbringen. Also von daher, sie haben sie eh dabei. Ich bin eher der Meinung, wenn sie eh dabei haben und wir die Möglichkeit haben, sie darüber zu erreichen, dann nutze ich das, so wie hier. Und wenn ich jetzt in einer virtuellen Veranstaltung bin, gut, da habe ich ja sowieso keine Chance, da. Genau. Aber in der Präsenz hast du ja schon mal Schwierigkeiten gehabt, dass nicht alle Studierende aufgrund mangelhafter WLAN-Verfügbarkeit dann irgendwie nicht teilnehmen konnten und dann irgendwie unglücklich waren? Nee, eigentlich nicht.
Das hat immer super funktioniert. Das hängt aber auch daran, dass ja die meisten auch Mobilfunkverträge haben mit einer Datenflat. Also die sind nicht aufs WLAN angewiesen. Okay. Die können dann einfach, das ist ja auch jetzt nichts Intensives, was jetzt viel Daten braucht. Das ist jetzt nicht wie, als würden sie Video streamen, sondern es geht eigentlich immer, auch mit einer ganz, ganz schlechten Mobilverbindung geht das. Weil es letztlich nur eine kleine Webseite ist, die sie aufrufen müssen. Ja, super. Schönes Tool, gehört zur Klasse der ja, Audience Response Systeme, sagt man so. Also, dass man die Studierenden beteiligt. Also ich glaube, ist eines der Tools, was gut dazu geeignet ist, einfach die Studierenden sowohl während der Präsenzphase als dann vielleicht auch nochmal in der Online-Sitzung, da weiß man ja auch nie, ob sie wirklich dabei sind, einfach aktiviert. Ne? Ja. Halt einfach immer dabei hält. Das Gefühl habe ich auch. Also im Gegenteil hätte ich jetzt sogar gesagt, ob ich irgendwie Erfahrung gemacht habe, negativer Natur überhaupt nicht. Also es ist eher so, dass man dann die Studierenden bei der Stange hält. Also sonst driften sie vielleicht eher mal auf ihr Smartphone ab. Aber wenn man tatsächlich sie das Smartphone einsetzen lässt für die Veranstaltung, dann hat das auch einen positiven Effekt. Und ab und zu mal so eine Umfrage erhöht wirklich auch den Fokus nochmal. Und es ist eine gute Pause auch. Man kann das zwischendurch machen. Und ich finde auch klasse, ich finde es immer schön, wenn ein Tool auch gut aussieht. Mentimeter, finde ich, macht auch was her. Es hat eine sehr einfache Nutzbarkeit, finde ich. Also, ich denke, das hat man eben gesehen. Es ist aufgeräumt und es bietet aber trotzdem viele Möglichkeiten. Also, zum Beispiel auch so Rankings. Man kann so 100 Punkte vergeben lassen durch die Studierenden. Was ist euch wichtig an der Lehrveranstaltung, wenn man so eine Erwartungsabfrage macht oder sowas? Das nutze ich auch ganz gerne. Dann könnt ihr 100 Punkte vergeben für verschiedene Sachen. Also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten und nicht nur diese Multiple-Choice-Fragen, sondern echt viele andere auch, viele andere Dinge. Ja, ja, du hast das eingangs schon erwähnt, ist halt so ein Freemium-Modell, das heißt, es gibt eine freie Version, es gibt eine bezahlpflichtige Version. Ja, in der Tat sind wir uns auch schon überlegen, ob das ein Tool ist, was wir zukünftig beschaffen wollen. Ähnlich wie wir das jetzt hier für Videokonferenzen, das Zoom nutzen, was ja nun auch nicht ganz günstig ist, aber was halt einfach gut funktioniert, sind wir hier halt auch im Überlegen. Mal gucken, was sozusagen der Geldbeutel dann am Ende des Tages irgendwie hergibt. Aber ich finde es auch sehr gut, auch hübsch gemacht. Soll ich mal ein ähnliches Tool vorstellen, was ich regelmäßig nutze? Gerne. Und das ist, geht halt, wird in die gleiche Klasse und ich nutze halt seit Jahren das Kahoot. Ja, das ist ganz ähnlich. Es ist, glaube ich, nicht so umfangreich und hat einige Dinge ein bisschen anders gemacht als Mentimeter. Ja, auch da würde ich es mal einfach so machen. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen. So, das muss ich rausnehmen. So, also die Situation ist, Studierende haben ihr Smartphone im Hörsaal oder natürlich dann im Online-Modus wird im Prinzip genau dieser Screen hier projiziert oder angezeigt. Die Studierenden melden sich unter Angabe der, die steht hier gar nicht, ne? Die Webseite, einfach kahoot.it an, müssen dann einen Code angeben, können oder müssen einen Namen eingeben. Das kann der Realname sein, das kann natürlich auch ein anderer Name sein. Also bei mir werden, also eine Zeit lang, als damals Herr der Ringe ganz groß war, da wurden immer Gandalf und Frodo und sonst was gewählt. Das ist mittlerweile, kommen dann ganz andere merkwürdige Namen, teilweise auch nur kryptische Symbole dann als Namen. So, ihr habt es jetzt mal gemacht. Ich selbst spiele auch mal mit. Ich mache das auch mal gerade. Es gibt auch eine eigene App dafür. Ich melde mich da auch mal gerade an. Was haben wir hier? 807-754. Zack. Hier sieht man auch schon, da steht das Spielerische mehr im Vordergrund. Ne? Das ist so ein bisschen absolutes Gamification hier. Ne? Genau, ich erkläre das gleich mal sozusagen, während wir da spielen. Ich gehe jetzt manuell da durch. Es gibt dann irgendwie, ich habe mal so ein paar Fragen gemacht. Mal gucken, wie gut ihr euch denn mit der Hochschule auskennt. Fangen wir mal mit einer ganz einfachen an. Das ist eine einfache Multiple-Choice-Frage. Ich sehe dann schon, wie viele Antworten eingegangen sind hier. Einer hat noch nicht geantwortet von euch. Oder es ist noch nicht durchgedrungen. So, und man sieht, es wird während des Quizzes wird sozusagen so ein Ranking erstellt. Und da werden Punkte vergeben in Abhängigkeit, also Punkte für die Studierenden in Abhängigkeit der Korrektheit der gegebenen Antwort und der Schnelligkeit der gegebenen Antwort. Also wir alle drei wissen, dass die Hochschule Osnabrück einen Standort in Lingen hat, bekommen alle Punkte. Da sehen, jeder von euch sieht jetzt auch, wie viele Punkte er erworben hat. Ja,
Und ich, ja, ich wusste natürlich, die Frage ist gemein. Ich halte mich gleich mal zurück. Ich wusste das jetzt irgendwie am schnellsten. Man kann nicht nur Multiple Choice stellen, man kann auch so Multi-Select, das heißt, da gibt es mehrere Antworten, die angekreuzt werden müssen. Ja, welche Personen gehören denn in dem Stiftungsrat an? Ja, und dann kann man sich hier so Bildchen aufblättern lassen und man kann jede Frage, oder nicht man kann, sondern man muss jede Frage mit einer zeitlichen Dauer versehen. Das heißt, es ist auch schon ein bisschen Zeitdruck dahinter. Das verteilt sich dann. Und ich könnte jetzt beispielsweise, das zeige ich vielleicht gleich an einem Beispiel, ich nutze das auch ganz gerne immer am Anfang einer Veranstaltung. Bei mir müssen die Studierenden ja die Inhalte vorab schon selbst erarbeiten. Dann mache ich am Anfang einer Veranstaltung so ein Quiz zu den Themen. Und wenn ich dann feststelle, Mensch, das ist aber irgendwie ganz falsch beantwortet worden, dann kann ich hier auch gerne nochmal dann so wiederholend drauf eingehen oder auf die Fehler halt, falschen Antworten eingehen. Ja, ich kann mir dann das Bild, was da gezeigt wurde, kann ich mir nochmal anzeigen lassen. Und dann kann ich da nochmal was erläutern. Ja, es wird immer wieder das Podium angezeigt. Oh, ich wusste das jetzt. Ach, Mist, ist blöd. Jetzt halte ich mich auch gleich wirklich zurück. Wer ist uns hier bloß, Carsten? Ja, sorry. Nein, aber jetzt mache ich was anderes. Der Präsident der Hochschule. Ich kann auch sowas wie Freitextantworten machen. Jetzt muss ich tippen, okay. Jetzt musst du wirklich tippen. Ich sage mal das hier. Ja, Lena. Einer hat Kurt Kramer eingegeben, ja, und man sieht dann schon, ich kann korrekte Antworten hinterlegen. Ja, beim Erstellen der Frage hatte ich mir überlegt, naja, entweder gibt man Bertram ein oder Andreas Bertram. Ich habe jetzt, denke ich mal, beide Bertram eingegeben, weil ich halt was bewusst Falsches eingegeben habe, damit dann sieht, okay, das fällt dann irgendwie nach unten, das war die falsche Antwort. Ja. Also man sieht schon, man hat unterschiedliche Fragetypen. Ihr holt auf. Ja, das ist jetzt wieder irgendeine Frage aus der Informatik. So setze ich das teilweise ein. Ganz einfache Frage, irgendwie aus meiner Veranstaltung. Algorithmen und Datenstrukturen, einfache Ja-Nein-Frage. Und wenn die Studierenden das dann beantwortet haben, irgendwann ist dann die Zeit zu Ende. Jawohl, zwei richtig. Und da war jetzt trotzdem eine falsche Antwort dabei. Und da könnte ich jetzt hier beispielsweise nochmal drauf eingehen und erläutern, ah, was ist denn noch ein Spannbaum, wann ist der denn minimal? Finde ich eigentlich irgendwie ganz schön. Sowas kann man auch machen, Puzzle. Dann gucken wir mal, ob ihr im Erdkundeunterricht aufgepasst habt. Ja, da sieht man jetzt vier Flüsse. Man soll die bitte der Länge nach sortieren. Das würde ich hinterher nochmal da reinschneiden, wie das auf der Sicht der Studierenden ansieht. Da muss man jetzt einfach nur diese vier farbigen Felder sortieren. Ich habe jetzt immer 60 Sekunden Zeit hinterlegt und muss die einfach der Reihe nach auf seinem Screen hin und her schieben. Du benutzt aber schon eine Bezahlversion, oder? Genau. Es gibt hier, ist ein ähnliches Modell wie bei Mentimeter, auch hier, es gibt eine freie Version. Da ist die Anzahl der Fragen nicht beschränkt, aber so ein paar, einmal die Möglichkeiten der unterschiedlichen Fragetypen ist da eingeschränkt bei der freien Version. Und das, was du auch genutzt hattest, dass man halt die Fragen, die man da erstellt, beziehungsweise diese Quizze, dass man die in Ordner verschieben kann und da so ein bisschen strukturiert verwalten kann. Ja, auch das ist Bestandteil der Bezahlversion. Auch da gibt es unterschiedliche, die ganz genauen Unterschiede. Das wurde jetzt auch im Laufe der Zeit irgendwie erweitert. Bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich habe irgendwie so einen mittleren Preis. Ich weiß gar nicht, was ich zahle. Ich glaube, $6 pro Monat. Mhm. Aber wenn man jetzt lesen könnte, hätte ich es richtig beantwortet. Ich habe von lang nach kurz sortiert. Der Mensch. Ja. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob ich mir jetzt auch angucken kann. Ach so, ne, genau. Ach, ich habe auch von lang nach kurz, aber ich hätte es trotzdem falsch gehabt. Also hier, genau, das ist die richtige Reihenfolge, die jetzt hier steht. Wesermaß, Rhein und Elbe. Ja? Ich glaube, Rhein und Elbe unterscheiden sich nur ein paar Kilometer. Ich hatte gestern nachgeguckt. Hätte ich so auch nicht gewusst. Gibt es denn bei Kahoot Überlegungen seitens der Hochschule, irgendwie sowas bereitzustellen? Oder ist das dann so, wenn man das wirklich so nutzen will, wie du es nutzt, dann müsste man da selber? Also ich zahle es jetzt selbst, beziehungsweise wir haben es jetzt im, wir haben ja ein Budget übers Labor, haben wir jetzt irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Lizenzen gekauft. Ich glaube, also das ist hier schon, sage ich mal, spezieller Einsatz. Ich finde gerade diesen Gamification-Ansatz, der jetzt zum Tragen kommt. Die Studierenden finden das auch wirklich ganz gut.
Also die Rückmeldung der Studierenden ist, sie finden das wirklich ganz gut. Ich nutze das beispielsweise auch so, also das waren ja jetzt relativ einfache Fragen. Es gibt so ein Argument in der theoretischen Informatik, das sogenannte Pumping-Lemma, das ist irgendwie hier so die Beweisstruktur. Ja, und da muss man die aber mit so einem Lückentext füllen. Dann gebe ich da halt Möglichkeiten vor. Ja, also man kann, da muss man schon ein bisschen nachdenken. Und dann, was auch immer das jetzt bedeutet, ist vielleicht für euch jetzt ein bisschen kryptisch, ist auch egal, aber dass ich auch, sag ich mal, schon komplexere Abläufe damit im Prinzip einbringen kann. Mhm. Tipp da mal irgendwie was an. Ich mache mal irgendwas, damit ich nicht... Also ich habe Kahoot auch schon mal genutzt und immer dann irgendwie am Anfang des Semesters hochmotiviert, dann habe ich Quizzes gemacht, die ersten drei Veranstaltungen und dann meistens keine Zeit mehr gehabt, die zu machen. Und dann kam das Feedback am Ende des Semesters, sie hätten gerne mehr Kahoot gehabt. Das war, ja, ich zeige euch gleich nochmal, was es seitens der Erstellung bedeutet. Genau, und jetzt können wir nochmal sagen, was hältst du von Kahoot? Das ist jetzt eine nicht bepunktete Frage, die kann ich also auch mit einbauen. Ja. Genau, da sehe ich dann auch, wie die prozentuale Verteilung ist. Ja, und am Ende gibt es dann halt so ein Podium. Ja, das finden die Studierenden immer ganz nett. Jan auf Platz 3. Die Musik ist jetzt ausgeblendet, die gespielt wird. Oh, jetzt bin ich doch auf Platz 1 gelandet. Das ist mir unangenehm. Ich habe extra noch ein paar falsche eingebaut. Mist. Jetzt fühlen wir uns besser. Sorry. Ich habe schon extra falsch geantwortet. Nein. Ja, so spielen die Eltern eben mit den Kindern. So genau. Ja. Nein, es ist aber in der Tat so, es sind schon Studierende dann aufgestanden, haben ein Foto von diesen Dingen hier gemacht, was dann am Ende natürlich auch angezeigt wird. Und was auch geht, ich sehe dann im Prinzip, was waren die schwierigen Fragen und was die Studierenden auch machen können. Das kann man hier einstellen, das geht aber auch nur mit dieser Premium-Version. Die Studierenden können das jetzt nochmal selbstständig für sich auf dem Smartphone auf diese Fragen eingehen. Also ich könnte jetzt, das müsstet ihr irgendwie sehen, auf eurem Smartphone, da sehe ich jetzt beispielsweise bei mir, ich habe irgendwie 4 von 7 richtigen Fragen und ich könnte jetzt die Fragen, die ich dann noch nicht richtig beantwortet habe, könnte ich dann hier nochmal eingeben, könnte ich nochmal bearbeiten. Du, das Thema Asynchron ist ja auch mit online immer wichtiger und du kannst ja, glaube ich, auch bei Kahoot, oder liege ich da falsch, die auch komplett asynchron sozusagen bereitstellen, dass du den Link gibst und die können, ohne dass man das live macht, an diesem Quiz teilnehmen. Und genau, das geht auch. Also ich kann den Quiz dann für eine bestimmte Zeitdauer kann ich den bereitstellen, dann schicke ich den Schülern einfach den Link, da können sie draufgehen und kriegen dann die gleichen Fragen und das ist auch... das ist, meine ich, auch mit der zeitlichen Beschränkung dann versehen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber dann haben Sie auch nur eine bestimmte Zeitdauer zum Beantworten der Fragen. Also im Prinzip das Quiz dann jeder für sich, aber trotzdem jeder für sich. Gleichen Modus. Genau. Ich kann dann dahinter auch einen Report angucken. Und das können wir ja dann vielleicht mal irgendwie machen. Ich gehe mal hier wieder auf die, das war es nicht. Muss man gerade das richtige Ding suchen. Ich gehe mal hier auf meine Reports. Ja, dann sehen wir irgendwie Demo Kahoot, das ist, glaube ich, heute. Ne? Das kann ich mir dann irgendwie angucken. Welche Fragen waren irgendwie schwierig? Wie viele Personen haben mitgespielt? Ich kann es nochmal spielen lassen. Ich kann mir das jetzt irgendwie hier nach Playern angucken. Wir haben alle irgendwie 50% richtige Antworten. Ich kann mir die einzelnen Fragen nochmal anschauen. Wie sind die beantwortet worden? Also eigentlich auch dann in der Nachbetrachtung nochmal ganz gut. Wie sind die Fragen angekommen? Gucken wir einfach mal an, wie die Erstellung ausschaut und gehen wir einfach mal rein in diesen Quiz. Das ist hier beispielsweise meine Struktur hier für meine Veranstaltung. Demo Kahoot. Das ist auch wahrscheinlich so, da baut man sich einmal einen Fundus an Fragen auf, Quizzes, und die kannst du dann im nächsten Semester mehr oder weniger wieder verwenden. Ne? Genau so ist das, weil das kostet schon so ein bisschen Zeit. Ja. Also das war ja jetzt natürlich irgendwie relativ einfach, aber wenn ich jetzt hier beispielsweise mal hier in den Edit-Modus reingehe, es ist eigentlich immer ähnlich. Ich habe dann hier sozusagen meine ganzen Fragen, die ich habe. Hier ist jetzt irgendwie dann eine Frage. Ich habe typischerweise habe ich irgendwie 4 Antworten. Also das klassische Ding ist irgendwie Single Choice oder Multiple Choice. Ich kann die Zeit einstellen. Ich kann sagen, wie viele Punkte ich dafür vergeben möchte. Ich kann auch sagen, ich vergebe gar keine Punkte mal für eine Frage. Und wenn ich eine Frage beispielsweise hinzufügen möchte, dann habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, ist es jetzt eine einfache Quizfrage? Da hätte ich dann mal die Möglichkeit Single oder Multiple Choice. Ist es eine True or False Frage? Ist es eine Frage, Freitextfrage oder ist es halt diese Puzzlefrage? Dann kann ich das, was wir eben zum Schluss gemacht hatten, so eine Stimmungsabfrage kann ich hier irgendwie machen. Ich kann auch Slides einführen. Das ist aber in der Bezahlversion, in der, sag ich mal, größeren Bezahlversion, die ich jetzt nicht habe. Also wenn ich sozusagen das Ganze wirklich als Präsentation aufziehen möchte, könnte ich PowerPoint und Keynote irgendwie einführen.
Und wenn ich jetzt hier beispielsweise mal so eine neue Quizfrage erstelle, ich ziehe hier jetzt einfach ein Bild rein, mal das Bildchen hier, irgendwie hier, ja, Snoopy und Charlie Brown, und dann können wir sagen, ja, hier gebe ich dann meine vier Antwortmöglichkeiten ein. Das ist so, dass man aber immer mindestens, oder man hat immer vier, ne? Also wenn ich jetzt zwei brauche, dann würde ich nur zwei angeben. Ne? Das geht auch, okay. Ja, also die anderen dann leer, okay, gut. Genau, die lasse ich dann einfach leer. Ja, und absolut keine Ahnung. Ich kann da auch, wenn ich jetzt sage, so, ich möchte hier mal irgendwie so ein paar Matheformeln einführen, ja, kann ich sowas auch nutzen, ja. Also irgendwie so im mathematischen Formelsatz, wenn ich jetzt irgendwie entsprechende Dinge dann in der Antwort einbauen möchte, ja, dann könnte ich da natürlich noch die Frage stellen, ja, wer von beiden hat recht. Aber die Fragemöglichkeiten sieht man immer nur oben auf dem Screen. Die sieht, oder kann man auch einstellen, dass diejenigen, weil ich immer nur die Symbole gesehen habe, was mich jetzt ein paar Mal dazu verleitet hat, auf deine Präsentation zu klicken. Genau, nein, also das ist wirklich so, das Szenario ist schon, es wird präsentiert und das ist jetzt sowohl in der Präsenz als auch in der Online-Situation, und auf dem Endgerät sieht man nur die vier Antwortmöglichkeiten. Man sieht nicht die ganze Frage. Das ist beim ersten Mal vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber spätestens beim zweiten Mal, wenn die Studierenden das dann irgendwie spielen, dann wissen sie das sofort. Und also in meinen Veranstaltungen ist auch so, sie legen das Telefon immer sofort raus, weil sie wissen, ich starte eigentlich immer mit so einer Frage. Und das ist sicherlich schon so ein Aspekt, wenn man da nochmal reinguckt, wenn man da so Fragen formuliert. Oder ich habe doch gesagt, Key Changes. Ja, okay. Ja, wenn ich jetzt hier mal so reingehe, das waren jetzt einfach nur Fragen oder Quizze zu Themen aus dem Kontext der Algorithmen und Datenstrukturen. Nehmen wir mal hier sowas wie kürzeste Wege. Wenn ich da hier sowas erstelle, das kostet schon so ein bisschen Zeit. Aber das sind natürlich Sachen, die mache ich einmal. Und also das sind jetzt auch Inhalte, ja, die sind auch, die waren vor 5 Jahren schon gültig, sind heute noch gültig, sind in 5 Jahren auch immer noch gültig. Ja, das ist einmal investierte Zeit. Und wenn man zusätzlich noch einen Multiple-Choice-Teil zum Beispiel in der Klausur hätte, dann könnte man da ja auch schon ein paar Klausurfragen mit reinbauen. Genau. Also da hätte man noch mehr, ne, da hätte man noch mehr Wiederverwendung von diesen, dann lohnt es sich richtig, ne, so richtigen genau. Fundus aufzubauen. Ja. Man muss sich halt schon überlegen, also ich glaube, man kann die Beantwortungsdauer maximal auf 240 Sekunden einstellen, also wie komplex ist die Frage. Man kann natürlich auch echt komplexe Multiple-Choice-Fragen formulieren, ja, wenn wir sowas nehmen, hier kürzeste Wege, ist ein Algorithmus, der auszuführen ist, ja, dass man da, wenn man das bei Multiple-Choice beantwortet und das erfordert, dass man diesen Algorithmus einmal manuell ausführt, ja, dann kommt man vielleicht mit den 240 Minuten nicht hin. 240 Sekunden vielleicht nicht hin. Das muss man immer so ein bisschen im Kopf haben. Da ist vielleicht die Situation Klausur und hier so eine Frage unter Zeitdruck zu beantworten, immer nochmal eine andere, aber grundsätzlich geht das natürlich. Dafür kann ich übrigens Google Forms empfehlen. Die haben auch einen Quizmodus und da kann man es komplett zeitunabhängig machen. Ne? Da kann man so kleine Probeklausuren super machen online. Mhm. Also meine Rückmeldung von den Studierenden ist auch gerade so dieses Spielerische, das finden die schon irgendwie ganz charmant, gefällt ihnen ganz gut. Und ja, für mich ist sozusagen mein Einsatzszenario, ich kann auf der einen Seite kann ich überprüfen, wie gut ist denn, sag ich mal, hat die selbstständige Vorbereitungsphase meiner Veranstaltung, wie gut hat die funktioniert. Ja, wenn der Quiz dann irgendwie ganz gut beantwortet wird, kann ich ungefähr sehen, aha, haben sie sich teilweise wirklich dann vorbereitet oder sie haben sich vielleicht auch nicht vorbereitet. Ich kann dann nochmal gezielt Dinge wiederholen, wenn ich feststelle, Mensch, bei einer Frage haben halt ganz viele Studierende falsch geantwortet. Dann gehe ich da vielleicht nochmal gezielt drauf ein. Und es ist natürlich auch ganz gut für die Selbstreflexion der Studierenden, dass sie sehen, okay, das habe ich ja doch scheinbar irgendwie verstanden. Also ist sicherlich eins der Tools, die ich immer wieder gerne einsetze. Und geht in die gleiche Richtung wie das Mentimeter. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ich denke, das werde ich auch im nächsten Semester nochmal mehr einbauen. Ich, wie gesagt, hatte das schon mal und dann irgendwie habe ich es dann wieder weggelegt. Ich weiß auch nicht mehr warum. Aber es kam super an und es macht einfach auch, also es macht auch Spaß, die zu erstellen, wie du schon sagst. Es kostet natürlich ein bisschen Zeit. Aber wenn man das einmal hat, ist das ein ganz nettes Tool, um so eine Sitzung zu starten, finde ich, oder auch zu beenden. Genau. Ja, vor allen Dingen sehe ich das auch in dem Konzept des Inverted Classroom vielleicht ganz interessant, ne? Eben, wie du sagst, um zu gucken, haben die denn die Inhalte eigentlich auch zu Hause bearbeitet und das als Einstieg vielleicht dann zu nehmen für die Sitzung. Genau, also ich würde sagen, das könnte ich auch mit Mentimeter machen.
Ich habe mich jetzt halt irgendwie vor einiger Zeit schon für das Kahoot entschieden. Ich habe da selbst mal als Teilnehmer auf irgendeiner Tagung kennengelernt, fand das irgendwie spontan gut. Und da kannte ich das mit dem Meta auch noch nicht. Und da habe ich irgendwie Kahoot genommen und bin jetzt irgendwie dabei geblieben. Was jetzt schon irgendwie lästig wäre, wenn ich alle irgendwie überführen müsste. Das macht einfach Kosten mir Zeit. Das geht leider nicht automatisch. Dass wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt irgendwie einen ganzen Fundus von Fragen, ja, die dann automatisiert zu überführen. Wobei ich hatte gesehen, es gibt eine Import-Spreadsheet-Funktion. Gibt es dann auch eine Export-Spreadsheet-Funktion von den Fragen? Und dann Mentimeter bietet auch wieder einen Import. Also man könnte theoretisch wahrscheinlich irgendwie mit ein bisschen Datenmanipulation das Ganze. Ja, habe ich nicht gesehen. Ja. Also kann ich nochmal wühlen, aber habe ich jetzt Export habe ich ja nicht gesehen. Nee. Was beim das Feedback, was ich mal bekommen hatte, war in der Präsenzveranstaltung im großen Saal mit dieser Musik. Das ist ja eigentlich auch nochmal ein ganz nettes Feature. Ich fand das immer ganz cool. Das hat das so ein bisschen aufgelockert. Da ist so eine peppige Musik dann im Hintergrund. Und im Saal, also im Hörsaal, ist das total sinnvoll. Aber dann habe ich das online auch mal versucht. Ja. Und dann kamen die Rückmeldungen von allen sofort über den Chat. Boah, die Musik, die nervt, macht die aus. Weil die haben das alles auf Kopfhörern und Also virtuellen Raum nicht mehr ganz so sinnvoll. Ich mache die immer aus. Mich selbst nervt sie auch, obwohl man da irgendwie unterschiedliche Jingles da hat, aber irgendwie es nervt dann irgendwie auf Dauer. Ne? Ja, man fühlt sich dann noch mehr wie in einer Quizshow so ein bisschen. Ne? Genau, ja. Ja, so, das war sozusagen ist eines meiner favorisierten Tools. Dann haben wir gesagt, du möchtest noch mal ein bisschen was zu Loom erzählen, Nikolaus. Ja, kann ich machen. Genau, ich hatte ja eingangs gesagt, neben Mentimeter habe ich auch, oder das ist jetzt eines der Tools, die ich auch neu kennengelernt habe in diesem Semester, nennt sich Loom. Das hat seine Stärken darin, dass man ganz, ganz schnell auf Knopfdruck kurze Videos aufnehmen kann und dabei seinen Bildschirm teilen kann, sich selber als kleiner Kreis unten rechts, so unten links kann man selber bestimmen, zusätzlich sieht und man kann darüber zum Beispiel asynchrones Videofeedback geben für Studierende oder man kann auch kurze Lehrvideos aufzeichnen, wenn man es wirklich ganz schnell haben möchte. Also man könnte das ja auch mit Camtasia machen oder mit anderen Tools und Jan, du stellst ja gleich noch QuickTime vor, das geht auch, aber mit Loom geht es halt dann, wenn man es wirklich schnell und einfach haben will, auf Knopfdruck und man kann es dann auch direkt per Link teilen, das ist also nachher in der Cloud gespeichert. Und ich habe das kennengelernt, ich weiß gar nicht, über einen Twitter-Feed wurde das von irgendwelchen Lehrern empfohlen, also gar nicht in der Hochschule, dass sie das nutzen für ihre Schüler, Schülerinnen. Und ich habe dann gedacht, Mensch, das klingt interessant, melde dich mal an. Und das richtig Coole daran war, also es gibt auch hier wieder ein Freemium-Modell, und ich habe mich mit der Hochschuladresse angemeldet und ich habe nach dem Sign-up 2 Stunden später eine E-Mail bekommen. Wir haben gesehen, du bist an einer Hochschule, die bei uns bekannt ist. Du kriegst sofort den Pro-Account forever. Also und die Pro-Features sind wirklich cool. Die wollte ich auch eigentlich haben. Ich hatte schon überlegt, das zu bezahlen. Und dann war ich kurz davor, das wirklich meine Kreditkarte da reinzugeben. Dann kam die Mail, du kriegst es umsonst. Also das kann ich nur empfehlen. Und ich würde jetzt einfach wieder meinen Bildschirm mit euch teilen. Und dann zeige ich euch das mal kurz. Das ist wirklich relativ schnell auch gezeigt. Also, ja, also ich bin jetzt hier bei Loom schon eingeloggt. Wie gesagt, loom.com. Wenn man angemeldet ist, kommt man direkt in seinen eigenen Bereich, wo man dann seine Videos sieht. Hier kann man auch Ordner anlegen und dergleichen. Und ja, dann sieht man hier seine Videos. Ich habe hier mal so Tutorials für ein Tool gemacht, was ich in einer Veranstaltung nutze. Dann gibt es so einen How-To-Folder, wo von Loom-Seite ein paar Videos drinstehen, wie man dieses Tool nutzt. Kann ich auch sehr empfehlen. Sind sehr gut aufbereitet, diese Videos. Und genau, ich wollte euch gleich mal ein Video zeigen, das ich gemacht habe, also nur draufklicken, damit man sieht, was man dann mit diesem Video machen kann. Das ist so eine Klausurvorbereitung, die ja in diesem Semester dadurch, dass sie eben mit Corona bedingt so ein bisschen anders verlief, habe ich den Studierenden so ein 10-minütiges Video mit ein paar Hinweisen gegeben, jetzt nicht inhaltlicher Natur, sondern vom Ablauf her und von der Form der Klausur habe ich da Loom gleich mal eingesetzt. Und das will ich gleich mal zeigen. Und ich will aber auch gleich einmal zeigen, wie man hier jetzt über diesen Button, wenn ich eingeloggt bin, über New Video direkt eine Aufzeichnung starten kann. Das gibt es, wie gesagt, auch als Desktop-App für Windows, ich denke mal auch für Mac, sodass ich das auch direkt aus meinem Desktop heraus starten kann und gar nicht hier in diesen Browser gehen muss. Und das nutze ich eigentlich in der Regel auch, weil ich denke, das ist ein bisschen stabiler, aber es hat auch hier im Browser schon gut funktioniert. Und leider ging das jetzt mit Zoom und der Konferenz nicht, deswegen zeige ich es online. Und ich klicke jetzt einfach mal auf so ein Video drauf. Also das habe ich vor einem Monat erstellt, also vor der Klausur. Ich klicke hier mal drauf, dann öffnet er das in einer neuen Ansicht. Und was man dann hier sieht, ist erstmal der Player, den auch Studierende so sehen. Also wenn ich jetzt diesen Link hier oben
Ja, das ist ein kryptischer Link. Ich habe das so eingestellt. Man kann hier sagen, wie soll das Video von der Privacy her behandelt werden. Also es ist ein verstecktes Video, aber ich kann Leuten einen Link schicken zu diesem Video und wenn ich den kopiere und irgendwie in einem Oscar-Teamraum oder über Teams dann teile, dann komme ich per Klick auf dieses Video, aber es wird nicht irgendwie öffentlich gefunden. Also das ist jetzt nicht bei Google auffindbar. Wenn ich das möchte, kann ich das aber auch. Kann ich einfach sagen, es soll auch wirklich öffentlich sein. Wenn ich jetzt ein gutes Lehrvideo erstellt habe, ähnlich wie als wenn ich das bei YouTube posten würde, wäre das dann auch öffentlich. Allerdings nicht ganz so sichtbar, weil Loom, glaube ich, noch nicht so bekannt ist. Genau, ich habe es aber hier auf jeden Fall über diesen kryptischen Link gemacht, den ich den Studierenden dann zur Verfügung gestellt habe. Und man sieht dann hier erstmal, wie viele Leute haben es eigentlich geguckt. Also 161 Views und davon 137 unique. Das heißt, manche haben da auch zweimal drauf geklickt oder öfter. Ganz kurz nochmal, kannst du das nur hier veröffentlichen oder könntest du das beispielsweise dann auch irgendwie exportieren und dann bei YouTube nochmal hochladen, wenn man da einen eigenen Kanal hat? Was ja auch, also ich kann hier runterladen, dann kriege ich das als MP4, genau das Format, was wir auch bei YouTube gut hochladen können. Also ja, das geht. Genau, ich kann das hier einfach exportieren und dann auch nochmal bei YouTube veröffentlichen. Das war mir auch wichtig, weil wenn ich das zur Content-Erstellung nutze, dann möchte ich das nicht nur bei Loom haben, sondern vielleicht auch Podcast oder YouTube oder sonst wo. Aber dafür braucht man vermutlich die Pro-Version, die wir ja aber auch kriegen, oder? Nee, ich glaube, für die ganz normalen Videos, du kriegst mit der Free-Version ziemlich viel schon. Ich glaube, die Begrenzung lag dann eher in der Länge oder irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich direkt die Pro-Version hatte, habe ich die Restriktionen nie so richtig erfahren. Aber es war doch schon relativ viel, was man for free bekam. Das hat mich dann auch dazu bewegt, das erstmal zu testen. Also es wäre auch nutzbar gewesen in der Free-Version. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Einschränkungen waren. Und was auch ganz schön ist, also die können hier kommentieren, auch anonym. Ja, also es gibt hier keine Accountpflicht für die Studierenden. Die klicken einfach auf den Link und können dann hier Kommentare hinterlassen. Und sie können an jeder Stelle, ich klicke jetzt einfach mal hier auf Play, die können an jeder Stelle im Video an jeder Stelle dann hier Daumen hoch, also Emojis einbauen. Also das fanden sie nicht so gut. Da könnte man nochmal hingehen. Da habe ich wahrscheinlich gesagt, dass es keine Teilpunkte gibt bei Multiple Choice oder irgendwas. Und dann sieht man halt direkt auch im Video über den Verlauf, was fanden sie gut, was nicht so gut. Und das sind so rudimentäre Feedback-Möglichkeiten. Die können schneller abspielen oder langsamer. Mhm. Ich denke, das ist Standard bei jedem Videoplayer mittlerweile. Und ich kann aber auch als jemand, der jetzt ein Video erstellt, hier so einfache Verarbeitungen machen, also wirklich ganz einfache Sachen, einfach Sachen rausschneiden, das geht. Ich kann auch so kleine Buttons einbauen, dass dann sozusagen am Ende oder am Anfang oder irgendwo ein Link kommt, jetzt zu dem Kahoot-Quiz gehen oder sowas. Ja, sowas kann ich machen, aber sonst ist es sehr, sehr schlank gehalten. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier in Settings genau. Ach, da kann ich die Kommentare ausschalten. Ich kann E-Mail-Notification bekommen, wenn jemand kommentiert. Also so ein paar Einstellungen kann ich noch machen, aber das war es dann auch. Ich kann auch den. Wird der Sound mit aufgenommen vom Rechner? Weißt du das? Ich glaube, das kann man einstellen, wenn ich aufnehme. Das können wir gleich mal gucken, wenn ich in die Aufnahme gehe. Ich glaube ja. Ich glaube ja, aber ich gucke gleich mal. Und du kannst also auch beschränken, dass sie es nicht runterladen sollen. Das ist auch vielleicht für manche ganz wichtig, wobei. Den Link können Sie natürlich trotzdem weiter teilen. Ne? Also das geht schon. Ich kann es aber auch jederzeit einfach wieder offline nehmen, dass es also nicht mehr erreichbar ist. Und ich kann auch ein Passwort hinzufügen, was vielleicht auch ganz interessant sein kann. Genau, und da kann ich also, wie gesagt, relativ schnell Videos erstellen. Und das will ich jetzt nochmal zeigen. Ich klicke jetzt hier nochmal auf My Videos. Und kann dann hier auf entweder New Folder, wenn ich das noch weiter strukturieren will, aber ich klicke jetzt einfach mal direkt auf New Video, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Und was ich dann bekomme, ist hier unten rechts, links, so einen kleinen Kreis, den ich verschieben kann. Also das ist mein Bild. Ich kann auch sagen, ich möchte gerne etwas größer da erscheinen oder Medium. Also es gibt drei Größen, auch hier einfach gehalten. Und dann kann ich sagen, ich möchte gerne unten links im Video sein. Und ich kann dann auswählen, ob ich jetzt die Kamera und den Bildschirm teilen möchte. Nur den Bildschirm oder nur die Kamera. Ist, glaube ich, klar, ne, was die Unterschiede sind. Das heißt, wenn ich nur so ein Talk-and-Face-Video machen möchte, wo ich die Studierenden adressiere, aber gar keine Inhalte habe, die ich oder Visualisierung habe, dann kann ich nur die Kamera nutzen. Wenn ich aber zum Beispiel, und dafür habe ich das auch genutzt, in Gruppenarbeiten Feedback gebe zu Dokumenten, die erstellt haben, dann teile ich das Dokument ganz gerne auf dem Bildschirm, habe ein kleines Bild von mir unten und ich gehe dann durch das Dokument durch und erkläre denen was dazu, wo sie vielleicht Verbesserungspotenzial haben und dergleichen. Also das erleichtert einfach Feedback, weil sonst hätte ich das alles schreiben müssen. Und hier kann ich einfach auf den Knopf drücken und meine Gedanken sprudeln lassen, sage ich mal, und dann auch individuelle Feedbacks an Studierende geben, weil ich halt für jeden so einen eigenen Link erstellen kann.
Genau, dann kann ich hier noch in der Desktop-App kann ich dann auswählen, welche Kamera und welches Mikro er nehmen soll. Das kann ich jetzt hier im Browser nicht. Das kann man aber über den Browser wiederum einstellen. Der nimmt den Standard. Und dann klicke ich eigentlich nur noch auf Start Recording. Und jetzt sagt der Chrome, möchte den Bildschirm teilen. Genau, das darf er. Und jetzt kommt so ein Countdown, wie man das halt kennt. Dann lachen wir einmal in die Kamera und dann fangen wir an zu sprechen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel meine Slides aufrufen. Wenn man das in Chrome macht, ist es auf Chrome begrenzt. Also ich habe Google Slides, kann also meine Slides hier im Browser aufrufen. Wenn man PowerPoint nutzt, dann müsste man das Desktop-Tool nutzen. Weil hier darf Loom wirklich, glaube ich, soweit ich weiß, nur auf dieses Browserfenster zugreifen. Bin jetzt allerdings gar nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Müsste man mal ausprobieren. Aber um jetzt so eine Loom-Aufnahme zu beenden, gibt es einen Shortcut, also einen Knopf, den ich drücken muss. Er hat es jetzt scheinbar mit Beenden der Freigabe auch gemacht. Das ist jetzt das Video, also es ist sofort verfügbar. Wird in der Cloud gespeichert, also es gibt keine lokale Kopie, was ich als Vorteil empfinde, manche vielleicht eher nicht so gut finden. Aber es ist wirklich so, es ist sofort da, ich kann es direkt teilen. Es gibt keine Nachbearbeitungsnotwendigkeit, wenn ich jetzt inhaltlich zufrieden bin. Ich kann direkt diesen Link nehmen und euch schicken und ihr könnt direkt drauf gucken. Und ihr hört den Ton, oder? Ganz leise höre ich irgendwas. Ja, das ist also dann schon alles. Dann kann ich dem Ganzen noch einen Namen geben hier und das dann in Ordner organisieren und fertig. Das war es dann schon. Da gibt es jetzt noch, da bei Edit Your Video gibt es noch die Funktion Trim. Was kannst du da machen? Kannst du da jetzt noch schneiden? Oder? Genau, da kann ich jetzt noch in dem Video schneiden. Ich muss sagen, ich habe das online noch nicht gemacht. Oder bisschen, okay. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie genutzt. Ja. Man kann hier aber Video irgendwie... Ah ja, hier, genau. Ich habe dann hier so ein Dingens und kann das dann rausschneiden. Genau, dann zeigt er mir die roten an und dann dann sind die Dinge rausgeschnitten. Also das kann ich machen, so ein Call-to-Action-Button. Kann ich zum Beispiel sagen zu Oscar, wenn ich jetzt ein Einführungsvideo gebe für Erstsemester, könnte man sagen, ne, findet ihr alles in Oscar und dann könnte ich hier einen Link zu Oscar, kann ich da die Farbe noch verändern und dann speichere ich das Ganze und kann ich noch den Button ein bisschen ändern, aber das war es dann auch. Und der ist dann, glaube ich, wenn das Video auf Pause ist, dann sehe ich den Link. Und ich glaube, er kommt auch am Ende. Wenn ich jetzt da drauf klicke, dann öffnet sich unser Oscar. Genau. Also mehr ist es nicht. Es ist wirklich sehr einfach, aber das macht es, finde ich, besonders attraktiv. Also ich klicke wirklich in meiner Desktop-App auf Aufnahme, habe meine Slides offen und ich kann direkt loslegen, klicke auf Stopp und ich habe das Video produziert in der Cloud, verfügbar zum Teilen. Also das ist so das Szenario. Ich nutze es tatsächlich eher für so Video-Feedbacks oder für so schnelle Videos, die ich eigentlich auch nicht permanent wiederverwenden will, so wie diese Infos zur Klausur. Ne? Das ist ja nichts, was ich nächstes Semester genauso wieder rausgebe, sondern das war halt speziell für dieses Semester. Für Lehrvideos kann man das aber aus meiner Sicht auch super verwenden, die man dann auch dauerhaft nutzen will. Und für, sag ich mal, andere Dinge, wenn du Videos produzierst, dann nutzt du dann auch sowas wie Camtasia? Oder weil das genau. bieten wir ja die Lizenz für unsere Lehrenden an. Und die nutze ich auch und bin sehr froh, dass es da jetzt auch die Campus-Lizenz für alle gibt. Also Camtasia ist das, was ich sonst nutze für die Videoerstellung eigentlich, ja. Weil ich da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten habe. Da kann ich also so ein Intro machen, wenn ich denn Zeit habe. Im Moment mache ich das aber auch nicht. Aber da kann man einfach ein bisschen mehr machen. Das ist wirklich für Leute, die jetzt keine Lust haben, sich mit Camtasia noch auseinanderzusetzen, weil das ja doch auch eine kleine Lernkurve hat, obwohl es relativ einfach ist. Das ist noch einfacher, würde ich einfach sagen. Das ist einfach. Ja, das mit dem Video-Feedback, jetzt beispielsweise auf eingereichte Arbeiten, das finde ich ja irgendwie ganz spannend, muss ich sagen. Ja, also da kam auch das Loom, wenn man sich das anschaut, die Use Cases von denen, die haben so eine Übersicht im Unternehmen, Feedback für Mitarbeiter, natürlich auch Tutorials, wie nutzt man im Unternehmen irgendwie eine Software. Dann gibt es diese Schul-Use Cases, also in der Schule wird das viel eingesetzt, von der Highschool bis zum Gymnasium hier in Deutschland. Da gibt es auch User, habe ich gesehen, darüber bin ich auch aufmerksam drauf geworden, weil das ein paar genutzt haben, denen ich auf Twitter folge. Also so für jetzt, gerade in der jetzigen Zeit, wo man, also ich habe auch mal nur Audio-Recordings gemacht, das geht ja ganz einfach über Smartphone, aber dann habe ich gemerkt, dann ist es schwierig, wenn ich ein Dokument vor mir habe, muss ich mal sagen, ich bin jetzt gerade in Kapitel XY, brauche ich hier nicht, da scrolle ich einfach zu der Stelle und sage hier, ne, da bin ich gerade, sehen ja alle, kann da direkt an der Stelle Feedback geben, 5 Minuten Video, fertig, Stopp und dann haben wir Feedback. Du kannst die Aufnahme aber auch pausieren, weil das wäre ja beispielsweise was, wenn ich dann irgendwie gerade blättern muss, die nächste Stelle suchen muss, die ich dann vielleicht besprechen möchte, das geht auch. Genau, das geht.
Ich habe, ich würde jetzt noch einmal kurz in diesen New Video Modus gehen, weil dann sieht man links. Ja, das sieht man in dem Browser leider nicht. Wenn ich die Desktop-App hätte, dann sieht man links so eine im Prinzip wie so ein Player. Play, Stopp, Start. Mhm. Und okay, den habe ich eben auch gesucht. Der ist normalerweise dann. Ah, jetzt geht's. Schau, das ist die Desktop-App. Ja, okay. Und hier links siehst du diesen Player. Ah, okay. Mhm. So, und den kann ich dann auch jederzeit mit Ctrl-Shift-L kann ich also stoppen. Und hier habe ich jetzt noch die Möglichkeit eben auch die Kamera auszuwählen. Kamera und das Mikro auswählen. Ob das jetzt den Audio-Desktop, den Desktop auch noch mit aufnimmt, das weiß ich nicht. Jan, das hattest du gefragt. Vielleicht kann man das hier einstellen. Aber ja, sonst muss man Interface wählen und den Desktop-Sound da quasi zusammenmischen. Aber ja, aber ja, sieht ja nach einem spannenden Tool aus. Ne? Spannend, einfach zu bedienen. Du hast mir ja schon mal davon erzählt. Ich habe mich dann auch angemeldet. Diese Mail mit dem Upgrade auf die Pro Lizenz ist mir dann auch widerfahren. Kam auch bei dir, ja, sehr gut. Dann haben wir schon mal Stichprobe N gleich 2. Genau. Ich glaube, die haben da tatsächlich irgendwie eine Automatisierung mit Domäne, dass das dann sozusagen kurz geprüft wird. Und dann kriegen die automatisch eine Mail. Das fand ich echt. Also da war ich echt begeistert, muss ich auch sagen. Ich in dem Moment gerade mit dem Gedanken gespielt habe, das zu kaufen, und dann kam diese Mail. Das passt natürlich. Damit kriegt man Kunden. Sehr schön, sehr schön. Ja, und wenn wir das hier noch ein bisschen verbreiten, unsere Begeisterung, dann kommen da vielleicht weitere noch dann hinzu. Ja, also das ist, wie gesagt, es gab ja jetzt, glaube ich, auch einige, die jetzt gerne Videos gemacht hätten, es aber dann irgendwie doch eher bei der Vertonung von PowerPoint gelassen haben, das ja auch ein Video ist, aber jetzt könnte man tatsächlich ganz einfach das Gleiche machen, nur noch eben so eine kleine personalisierte Note reinbringen, indem man sein Bild da auch noch mit drin hat. Und wie gesagt, man braucht hier tatsächlich eine Internetverbindung. Also das ist, muss man vielleicht sagen, also Einschränkung. Man kann es, also wenn man es produziert und er hat keine Internetverbindung, er streamt das direkt in die Cloud. Das heißt, es muss eine Internetverbindung da sein. Das kann man also nicht offline machen. Das heißt, ja, aber das ist jetzt für mich eher an der Stelle ein Feature, dass es direkt in der Cloud ist, weil ich muss da nichts mehr hochladen. Ich muss mich um nichts kümmern. Das ist also direkt da. Ja. Ja, aber ich finde es eine ganz hübsche Ergänzung zu dem nach wie vor bestehenden Angebot der Camtasia-Nutzung. Ne? Genau. Ja, und es sind aus meiner Sicht auch nochmal trennbare Anwendungsbereiche, wenn man sagt, also so schnelle Video-Feedbacks würde ich nicht mit Camtasia machen. Da ist dann doch Projekt aufsetzen, Aufnahme, produzieren, hochladen, das sind dann 4 Schritte. Hier ist es ein Knopfdruck und das ist wirklich so für ganz schnelle Sachen super. Also hätte ich sonst gar nicht gemacht, wäre ich sonst gar nicht drauf gekommen, das zu machen. Sehr gut. Guck mal, dann könnte ich ja vielleicht einsteigen und noch so eine Zwischenlösung vorstellen, die ich viel genutzt habe, nämlich genau zwischen Lumen, das ich jetzt auch wirklich sehr cool fand. Und ich würde mal testen, ob ich das auch einsetzen kann, weil ich schon auch nett finde, dass man, ne, dass diese persönliche Note dabei ist, dass man sich nochmal in so einem kleinen Fenster sieht, finde ich super. Und Camtasia, was ja dann doch vielleicht ein bisschen aufwendiger ist, habe ich viel QuickTime benutzt, mit dem auch ganz einfach Screencasts möglich sind. Und ich zeige vielleicht das auch einfach mal direkt. Also ich habe ja hier 4 Logic-Projekte. Nochmal einmal hier, das ist ein bisschen leiser hinten. Ihr müsst mal sagen, nur wenn man jetzt testet, hört ihr. Ja, doch, ihr hört das? Ja, hören wir. Klingt gut. Genau. Das war mein Semesterprojekt Come Together von den Beatles. Mussten die Studierenden neu covern und zusammensetzen. Und ich habe das Projekt auch gemacht. Und ja, wir können ja mal ein bisschen reinhören, damit wir wissen, was es geht. Das sind die Originalspuren der Beatles, die singen, aber der Rest ist neu dazu produziert. Weiter. Wir brauchen jetzt nicht das ganze Stück hören. Ich hatte bei mir immer die Herausforderung, dass man ja meinen Ton am Mikrofon hören muss und gleichzeitig eben Logic. Darum war auch gleich mal die Frage, ob der den Ton auch mit aufnimmt. Ich nutze jetzt QuickTime. Das öffne ich mal. Und das hat eine
sehr einfache, ein bisschen versteckte Funktion vielleicht. Man kann nämlich hier einfach sagen, ich hätte gerne eine neue Bildschirmaufnahme. Wählt hier auch einmal das Mikrofon aus. Ich habe jetzt hier externes Audio-Interface. Das brauche ich, damit das zusammengemischt wird. Das wird dann in Loom wahrscheinlich die ähnliche Lösung sein. Wenn ich nur das interne Mikro nehme, dann ist der Audio-Output von der Software nicht dabei. So, jetzt kann ich hier auch entscheiden, klicke, um den kompletten Bildschirm aufzunehmen, oder ich könnte auch nur einen Bildschirmausschnitt aufnehmen. Ich klicke aber jetzt mal für den kompletten Bildschirm. Jetzt sieht man hier oben direkt so ein Aufnahmesymbol. Das heißt, er nimmt auf und ich kann jetzt das zeigen, was ich zeigen will. Vielleicht möchte ich zeigen, wie man aus diesem Lied mit einem Equalizer so einen Telefonsound macht. Sage, ich möchte gerne hier die Bassfrequenzen beschränken. Und das ist noch schlechter geworden, als es eh schon über die Komprimierung wird. Und habe die Einheit abgeschlossen, stoppe dann das Video und habe das jetzt. Direkt zum Aufnahmesymbol. Als Screencast und kann hier auch noch zumindest kürzen, genau das gleiche, was bei Loom auch geht. Also ich kann ja den Anfang und das Ende beschneiden, was oft ganz nett ist, weil man ja am Anfang vielleicht noch nicht bereit ist oder am Ende zu spät Stopp gedrückt hat. Das geht auch relativ schnell. Und speichere das dann, aber man hat halt ein paar mehr Schritte. Das ist natürlich schon mehr als jetzt habe ich hier noch die Zoom-Leiste, die seht ihr nicht, ne? Jetzt sind sie unübersichtlich hier. Nee, die sieht man nicht. Nee. Genau, aber ich konnte da oben nicht hinklicken. Die kannst du ausblenden. Weil es wirklich stört. Mich stört die auch regelmäßig. Jetzt habe ich das, glaube ich, hier in den Ordner. Da ist es, genau. Testvideo. Und das ist jetzt ein relativ kurzes Video, das ist gar nicht lang, ist trotzdem schon 68 Megabyte. Und ich wollte ein weiteres Tool dann vorstellen, das sehr schnell, sehr gut komprimiert. Also das ist jetzt auch vor allen Dingen eine QuickTime-Datei, MOV. Die wird auch nicht von allen sofort gelesen, das ist ein bisschen nervig. Und MP4 hatten wir gerade auch schon angesprochen, ist irgendwie das viel nettere Format. Und es gibt eine Software, die heißt Handbrake, die gibt es kostenlos für Windows und Mac. Mit der kann man auch DVDs konvertieren und als MP4 wandeln und die funktioniert eigentlich in der Standardeinstellung schon sehr gut. Das heißt, man zieht das Video da nur rein. Und jetzt gucken wir mal, wo es landet. Ich packe es mal auf den Desktop. Das sollte jetzt bei dem kurzen Video auch nicht so lange dauern. Aber je nach Länge des Videos konvertiert der natürlich schon eine Weile, hat aber eine Kompressionsrate von ungefähr einem Zehntel. Also das Video ist meiner Erfahrung nach ungefähr ein Zehntel mal so groß. Bei großen Videos macht es schon viel aus und kann dann auch als Datei geteilt werden, weil ich meine Videos bisher mal über Netcase geteilt habe. Ich habe auch schon OpenCast ein bisschen benutzt, fand das aber für die Studierenden als zusätzliche Plattform auch nicht so ganz komfortabel. Und habe die immer in Netcase dann geteilt und mit diesen komprimierten Videos hat das mit den Studierenden auch gut funktioniert. OpenCast käme auch mit diesen ganz großen Move-Dateien, hatte es auch schon Probleme, selbst wenn man sie da hochladen möchte, wäre wahrscheinlich die Konvertierung eh irgendwie angebracht. Du hast jetzt in Handbrake, musstest du ja gar nicht viel einstellen. Ne? Du hast einfach nur per Drag and Drop das Video reingezogen, also genau. Das Ursprungsvideo, und dann konntest du sozusagen so eine Standard, diese Voreinstellung Fast 1080 bei 30 Frames oder was sind das? Genau. Und dann war's, ne? Du musst also das da. Ich muss da nichts mehr einstellen, genau. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Also man kann da ja auch noch im Detail einstellen. Man sieht das ja auch hier oben in der Leiste, da Übersicht, Bildgröße, Filter, Video, Audio, kannst ja alles Mögliche einstellen. Das ist aber, glaube ich, echt ein Thema für sich. Ja, das ist ein Thema für sich. Videokompression.
Genau, es gibt ja natürlich viele, viele Voreinstellungen und man kann die manuell noch alle bearbeiten. Da braucht man sich aber ehrlich gesagt wirklich nicht drum kümmern. Das Einzige, was ich teilweise noch gemacht habe, ist hier bei dem Audio-Codec die Bitrate noch erhöht, wenn mir wirklich wichtig war, dass der Ton gut ist. Ansonsten ist, da jetzt ist das fertig, jetzt können wir gleich mal die Dateigröße vergleichen. Ansonsten ist das wirklich ein Drag-and-Drop und Starten-Tool. Man kann ja so eine Warteschlange machen, wenn man jetzt viele Videos hat und das mal über Nacht laufen lassen will, was auch ganz nett ist. So, jetzt gucken wir, ich würde es noch einmal nur kurz vergleichen, wie groß das geworden ist. Also hier ist es jetzt ein MP4 und ihr seht, es ist jetzt auf 3,5 Megabyte anstatt 68, sogar Faktor 20 fast. Da ist nicht viel passiert auf dem Bildschirm, da konnte er viel komprimieren. Ne? Und das Video von der Qualität, direkt so ein Aufnahmesymbol, das heißt, er ist nicht, also ist immer noch gut. Genau, ja. Also das war mein Weg, um viele Sachen hier zu zeigen und das hat auch für die Studierenden gut geklappt. Mhm. Nachteil ist natürlich, diese Feedback-Möglichkeit bei Loom hat mir natürlich super gefallen, dass man jetzt direkt auch sagen kann, hier Daumen hoch, diese Stelle fand ich super, das gibt es natürlich dann alles nicht. Aber man ist auch nicht in der Cloud, das ist vielleicht wieder der Vorteil. Man hat Hast du mal überlegt, deine Videos, weil du es eben ansprachst, beim Netcase hast du ja das Problem, dass dann die Datei wirklich bei den Studierenden ist. Da kann man ja vielleicht, wenn ich Inhalte produziert habe, mag das vielleicht der eine oder die andere nicht so gerne. Hast du schon mal überlegt, das irgendwie als Stream bereitzustellen, beispielsweise auch bei YouTube mit einem privaten Link sozusagen. Man muss das ja nicht öffentlich listen lassen. Klar, man kann natürlich YouTube-Inhalt auch sozusagen sich lokal sichern, aber es ist halt schon wieder ein aufwendigerer Schritt für die Studierenden. Hast du schon mal überlegt, das da zu veröffentlichen? Ja, nachgedacht auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte es ja auch, also dann finde ich YouTube im Moment sogar auch noch die praktikablere Lösung. Ich fand Opencast, wie gesagt, bisher auch allein durch das Login-Verfahren, man muss ja irgendwie dann so ein Login für seinen Kurs erstellen und das irgendwie noch relativ so sperrig. Wenn, dann wäre YouTube auf jeden Fall die Möglichkeit, ja. Weil ich bin schon Freund von sag ich mal, dem Öffnen der Inhalte. Ja, ich habe ja alle meine Videos bei YouTube, also die Lehrvideos, ich glaube, Niklas, du auch, ne? Mhm. Ich finde das schon gut, da die Dinge auch öffentlich bereitzustellen. Das sind jetzt klassische Inhalte, die man dann macht. Man hat die dann vielleicht nochmal auf eine besondere Art und Weise. Vielleicht präsentiert man sie, ob das jetzt gut oder nicht so gut ist. Das ist dann immer der Bewertung jedes Einzelnen überlassen. Aber man macht es zumindest öffentlich. Ich bin halt ein Freund von öffentlichen Inhalten und dem ganzen Open-Source-Gedanken. Insofern stelle ich das da halt bereit. Ja, man kann übrigens auch noch das Video, weil ja gerade die Frage kam, kann man auch teilen. Ihr könnt hier den Clip teilen. Also bisher habe ich Clip trimmen gemacht, aber man kann jetzt an der Stelle, Moment, jetzt muss ich hier nur das Symbol mal wieder wegklicken, jetzt hat man hier das an dieser Stelle geteilt und ich teile es jetzt nochmal an einer anderen Stelle und sage, ich brauche das bis dahin und diesen Teil möchte ich wegschneiden, teile es nochmal und kann dann hier die geteilten Sachen mit Backspace rauslöschen und habe dann ein sehr schnell geschnittenes Video. Ja, das ist immer ärgerlich, wenn man 20 Minuten aufgezeichnet hat und dann zwischendrin passiert dann irgendwas, was man gerne rausgehabt hätte. Ja. Ist sowas sehr nützlich. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich meine Videos lieber vor Publikum mache. Weil ich dann während der Aufnahme denke ich darüber nach, okay, wie war das jetzt? Okay, schneid es hinterher raus. Nein, du setzt nochmal neu an. Also ich denke während der Aufnahme zu sehr darüber nach, wie gut die Aufnahme jetzt war. Und vom Publikum denke ich da nicht drüber nach. Ne? Und dann gehe ich auch, ja klar, ich gehe dann vielleicht manchmal hinterher nochmal dran. Persönlich finde es angenehmer, meine Sachen irgendwie im Hörsaal quasi selbst zu produzieren, wenn ich halt eine Präsenzveranstaltung habe, meine ganzen Aufzeichnungen, die ich habe. Die sind ja auch wirklich während einer klassischen Vorlesung entstanden. Gut, aktuell ist das vielleicht nochmal eine andere Situation, aber ich finde es schöner, vor Publikum zu produzieren als am Schreibtisch. Geht euch das? Und es ist auch effizienter, ne? Also du machst es ja sowieso dann und dann könntest du ein Semester nutzen, um sozusagen die Inhalte zu produzieren und im nächsten Semester nutzt du die, um die für Inverted Classroom Konzepte einzusetzen. Also ich habe es auch beides schon gemacht. Also ich habe die Aufzeichnung genutzt, auch die ja von euch vom ELCC auch bereitgestellt wird in den Hörsälen und dann bereitgestellt. Aber ich nutze auch eigentlich immer in den Zoom-Veranstaltungen jetzt die Aufzeichnungsfunktion, aber dann nur punktuell. Also so eine Session von 180 Minuten
komplett nicht, sondern dann immer, wenn ich zum Beispiel dann meinen Input gegeben habe, dann sage ich, jetzt zeichnen wir das auf und dann kann man das nachher, kriegt man eine Datei raus, dann muss ich eigentlich nichts mehr schneiden, das kann man direkt so bereitstellen. Das ist dann auch nicht mehr Aufwand, ne, so richtig viel. Ja, dann würde ich euch ganz gerne noch mein zweites Tool vorstellen. Das ist das Padlet. Das ist sowas wie so eine digitale Pinnwand, kann man sagen. Ja, ich würde auch dazu mal wieder meinen Bildschirm teilen. Ich steige einfach mal wieder ein in ein Padlet, was ich beispielsweise im letzten Wintersemester genutzt habe. Im letzten Sommersemester habe ich es nicht genutzt, aber im letzten Wintersemester in meiner Vorlesung Theoretische Informatik. Wir gucken uns dann später nochmal an, wie man so ein Ding erstellt, aber einfach erstmal so die Nutzung. Ich habe das Padlet genutzt. Bei mir müssen sich die Studierenden ja vor einem Veranstaltungstermin immer Inhalte angucken in meinem Skript und können Aufgaben rechnen, können sich Videos angucken. Und ich habe dann im Prinzip so eine digitale Pinnwand angelegt für jeden Termin. Ich hatte immer zwei Termine die Woche wöchentlich habe ich das, glaube ich, dann später gemacht. Und dann habe ich im Prinzip, wenn wir hier so rein, allgemeine Fragen. Ich habe dann sozusagen für jeden Termin so eine Spalte angelegt, wo die Studierenden halt Fragen hinterlassen konnten. Das konnten sie anonym machen, sie konnten es auch nicht anonym machen, je nachdem, ob sie hier bei Padlet angemeldet sind oder nicht. Ja, hier beispielsweise so eine Spalte allgemeine Fragen. Die Studierenden stellen dann die Frage, gibt es beispielsweise die Möglichkeiten im Rahmen einer Probeklausur Bonuspunkte für die Klausur zu sammeln. Ja, dann können die Studierenden, andere Studierenden das nochmal irgendwie mitvoten, indem sie dann irgendwie so einen Daumen hoch, Daumen runter geben. Und ich kann das dann halt entsprechend kommentieren. Ja, ich sehe dann immer sofort, wer hat da irgendwie, nicht wer, sondern ob jemand was eingetragen hat, kann dann auf die Fragen eingehen. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Das läuft quasi asynchron zur eigentlichen Veranstaltung. Das heißt, die Studierenden, wenn sie denn dann beispielsweise sich über Varianten von Turing-Maschinen in Kapitel 6.4 des Skriptes sozusagen durcharbeiten. Ja, und dann können die Studierenden halt sozusagen neue Kärtchen hier eintragen, gehen einfach hier auf das Plus-Symbol, dann können sie da irgendwas reinschreiben und ich kann mir das dann angucken, die Frage, und kann dann halt entsprechend darauf eingehen. Ja, das heißt, die meisten Sachen, die wir jetzt hier sehen, sind von Studierenden erstellt worden oder sind das also sozusagen von dir vorgegeben Blöcke? Oder? Also ich habe im Prinzip immer nur hier oben diese Überschrift gegeben, Veranstaltung 9.12. Dann gibt es hier von mir ein Ding, Fragen zum vorbereitenden Themen. Ich schreibe das Thema kurz rein. Ja, und dann sind das hier Fragen von Studierenden. Ne? Oder wenn ich beispielsweise feststelle, das passiert ja schon mal, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht oder hat einen Fehler im Skript oder sowas. Oder in einer Aufgabe, die war unglücklich, ja, dann habe ich hier beispielsweise, das kommt von mir, Korrektur zur Aufgabe 7.5, ja, dann kann ich das entsprechend da wieder mit reinposten. Das heißt, ich kann da Links reingeben, ich kann da Bilder reingeben und das hier unten sieht man ja, das habe ich dann irgendwie entsprechend kommentiert. Ja, oder hier Fehler im Skript beispielsweise oder hier habe ich eine Korrektur gemacht. Also das ist der Großteil, kommt von den Studierenden. Das ist wirklich sozusagen so ein zweiter Handlungsstrang neben dem Hörsaal, wo ich dann hier mit den Studierenden quasi nochmal auf Basis hier dieser digitalen Pinnwand quasi dann entsprechend diskutiere oder halt auf Fragen letztendlich eingehe. Aber ich habe das aber auch schon ganz anders genutzt. Ich habe das aber auch schon genutzt während der Veranstaltung. Und das wäre genau meine Frage gewesen. Ja, das kann ich also sozusagen natürlich während einer klassischen Präsenzveranstaltung machen. Ich habe auch hier, ich meine, das ist hier teilen. Ich kann hier beispielsweise einen QR-Code anlegen. Dann habe ich direkt den Link und das könnt ihr ja einfach mal machen. Ja, geht einmal auf euer Telefon. Und dann landet ihr im Prinzip genau auf diesem Board. Das heißt, man muss jetzt kein Konto haben bei Padlet. Ich nutze übrigens nur die freie Version von Padlet. Die Beschränkung, die ich da habe, ist, dass ich, glaube ich, maximal 6 dieser Boards anlegen kann. Ja, und wenn ich dann irgendwie mehr haben möchte, dann muss ich halt ein bisschen Geld dafür ausgeben. Ja, und über diesen QR-Code, wenn ich das jetzt in der Veranstaltung mache oder auch hier, ja, geht man einfach mit seinem Telefon davor, fotografiert das einmal ab, beziehungsweise scannt das einmal ein. Das bieten ja die meisten Smartphones heute automatisch. Und dann lande ich im Prinzip auf diesem Padlet, dann könnt ihr euch das irgendwie angucken. Und was ich beispielsweise dann im Unterricht schon gemacht habe, habe ich in einem Kurs gemacht, Informatikkurs, wo die Studierenden selbstständig gerade eine Aufgabe erarbeiten sollten. Ja, und gesagt, auch gebt doch mal euren Lösungsvorschlag hier in dieses Padlet rein.
ja, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Code, der dann da reingegeben wird. Und dann kann ich das mit denen diskutieren. Ja? Die Studierenden geben dann ihren Code da rein oder halt auch andere Aufgaben, die ich halt dann formuliere. Und habe dann sozusagen die Sachen hier anonym eingereicht und kann das dann mit den Studierenden diskutieren. Ja, also ist für mich irgendwie so ein Anwendungsszenario. Oder wenn ich jetzt beispielsweise, sage ich mal, kleinere Gruppendiskussionen habe, da habe ich jetzt, glaube ich, kein Padlet mehr da. Ja, aber wenn ihr jetzt beispielsweise, wenn ich euch jetzt eine Aufgabe geben würde, diskutiert doch mal dieses und jene Thema, dann könntet ihr das quasi hier mit einem eigenen Kärtchen quasi dann live während einer Veranstaltung halt befüllen. Habe ich auch in so einem Szenario schon gemacht, mit beliebig vielen Teilnehmenden, sowohl innerhalb eines Hörsaals oder halt separat. Ja, und wenn ich jetzt hier dann mal zurück auf mein Dashboard gehe, so nennt sich das Ding, wenn ich jetzt ein neues anlege, habe ich halt, sag ich mal, unterschiedliche Templates. Ich kann hier so eine Wand machen, Leinwand, wo dann irgendwie die Anordnung dieser einzelnen Tafeln, die dann angelegt werden, ist halt ein bisschen anders. Ich kann das listenförmig anordnen. Ich kann eine Unterhaltung machen. Ich kann eine Timeline machen. Kann ich mal das Ding nehmen. Du hattest ja gerade schon was gesagt. Du hast jetzt die Free-Version, oder? Da hast du über genau. Zwei Versionen. Und, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich die Anzahl der Padlets, die ich erstellen kann, die ist eingeschränkt. Das ist meines Wissens nach die einzige Einschränkung. Ja? Und hier, wenn ich jetzt so ein neues Ding erstelle, kann ich hier wird ein Code generiert, ein eindeutiger Code, also eine URL. Hier kann ich sowas machen, kann ich Kommentare zulassen, kann ich sowas zulassen wie ein Ranking einzelner abgegebenen Kärtchen oder Einträge. Jawohl, ich kann beispielsweise sowas sagen, Leute können darüber abstimmen, Kommentare erlaube ich mal und dann kann ich sagen, jawohl, das ist es, wir können jetzt posten und da könntet ihr jetzt beispielsweise mal was eintragen, wenn ihr nochmal auf dieses Padlet geht und dann könnt ihr da direkt... Das funktioniert auch mobil ganz gut? Das funktioniert mobil sehr gut, ja. Ah, okay. Also ist zumindest meine Erfahrung. Das ist jetzt eine Timeline oder was ist das? Genau, das ist eine Timeline. Das klappt. Wow, cool. Ja, und jetzt könnte ich sagen, schließe ich mal so, oh, das ist aber toll hier, was du da geschrieben hast, ne? Ach ne, halt, ich muss das natürlich in der App machen hier. Halt mal. Doch, ja, jetzt ist er hochgerankt. Jawohl, und das ist klasse. Und hier. Gibt es da auch eine App wahrscheinlich, ne? Genau, da gibt es auch. Genau, ich habe das auch in der App hier bei mir auf dem Telefon, gibt es auch dafür. Genau, und das ist eigentlich ein ganz einfaches Werkzeug, wo ich sowohl synchron wie auch asynchron den Studierenden die Möglichkeit biete, da mit mir nochmal in den Dialog zu treten. Sie können halt auch komplexere Dinge da abbilden, wenn es eine Frage gibt, wo Sie dann beispielsweise ein Bildchen mit eintragen können, um irgendwas zu klären. Macht es eigentlich irgendwie ganz schön. Die Dinge liegen natürlich auch wieder irgendwo auf irgendeinem Server in der Cloud. Liegen nicht bei uns. Das ist ja für viele bei uns immer eine spannende Frage, wo liegen eigentlich die Daten? Aber jetzt im Kontext der Lehre sehe ich das als vollkommen unkritisch. Ja, sieht echt cool aus. Ich kannte das gar nicht. Warum kannte ich das noch nicht? Das hätte ich auch gut nutzen können. Also auch diese verschiedenen Arten von Padlets, wie die wahrscheinlich heißen. Ja, da muss man sich einfach mal angucken, was dann für jemand das Richtige ist. Ne? Ich habe meistens dann diese spaltenbasierte Anordnung. Kann man sich halt überlegen. Und theoretisch könntest du jetzt, wenn du jetzt Teams noch nutzt, so ein Padlet in so einen Tab von Teams auch packen, weil die haben ja wahrscheinlich ist aus Webseite einfach einen zu betten. Ne? Das genau, also ich kann ja, wenn ich jetzt hier sage, auf Teilen, meine Maus hakt gerade. Dann kriegst du einen Link wahrscheinlich. Ja. Genau, ich kann jetzt hier sagen, Link in Zwischenablage kopieren. Ne? Aber man kann sogar auch einen Embed-Code bekommen direkt. Dann, wenn man eine eigene Seite hat, kann man das embedden. Ah ja, genau, hier. Ne? Ja. Oder ich weiß nicht, wenn du hast eben... Ich glaube, Team braucht einen Link einfach nur. Dann. Genau, Microsoft Teams braucht einfach nur einen Link, dann kann ich das da an prominenter Stelle hinterlegen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Oder ich weiß nicht, wenn man das so als Tool nutzt, was man so jede Sitzung sozusagen auch immer wieder aufruft, dann finde ich das immer schön, wenn das prominent irgendwo liegt. Und dann, das finde ich echt... Ja, vielleicht können wir ja zu Teams nochmal ein eigenes Video produzieren. Können wir uns mal da ein bisschen drüber austauschen. Ja. Nein, aber das ist eigentlich mal ein kleines, schlankes Tool, was auch, sag ich mal, von der Nutzung her niemanden überfordert. Aus meiner Sicht weder die Studierenden, glaube ich sowieso nicht, auch die Lehrenden, um sowas anzulegen. Ja, muss man sich einfach dran trauen und dann funktioniert es eigentlich ganz gut.
du hast hier unten so Exportieren-Möglichkeiten als PDF. Wenn ich jetzt so ein großes, so das, was du eben gezeigt hast, als PDF exportiere, da würde ich mich mal interessieren, wie sieht das aus? Also, kann ich ja mal gerade machen. Und CSV, dann kriegt man wahrscheinlich irgendwie eine strukturierte Datenansicht da drauf. Oder? Genau, dann kriegst du das Ganze, kannst du dann in Excel dir anschauen. Ich kann das ja mal als PDF hier speichern. Jawohl, A4, Porträt, ich mache mal irgendwie Landscape. Landscape wahrscheinlich. Ja. Skaliert er das jetzt auf? Gucken wir uns aber an. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Naja, glaube ich nicht, weil es ein relativ großes Padlet ist. Ich hoffe es nicht. Wie gesagt, weil das ist immer eine Herausforderung, wenn da steht PDF-Export bei so komplexen Dingen. Wie wird das dann gerendert? Ah, das ist, guck mal hier. Ah, das sieht ja richtig schick aus. Ja, ne? Das sieht doch gut aus. Ne? Also hier beispielsweise sieht man, okay, da das ist die Frage, die gekommen ist. Ja, irgendwie zur Frage Aufgabe 7.4. Und hier sehe ich jetzt, okay, das habe ich dann irgendwie kommentiert. Da könntest du dann ja ein FAQ direkt rauskompilieren fürs nächste Mal. Ja, das stimmt. Ja, gute Idee. Da räumst du ein bisschen auf in dem Ding und dann machst du dann ein PDF draus und zack. Ja, genau. Ja, dann kommen die Frage hoffentlich nicht nochmal, ne? Und spannt mir eigentlich Zeit. Richtig, ja. Kannst du immer darauf verweisen. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist jetzt echt gut gemacht. Habe ich gar nicht erwartet, dass das so ein gutes PDF wird. Ja. Ja, so, das ist mein Nutzen von Padlet. Ja, probiert es einfach aus. Ja, super. Das werde ich machen. Ja, dann gehe ich mal wieder hier zurück. Guck mal, da haben wir in dem Termin auch jeder noch ein anderes Tool kennengelernt, was wir schon wirklich. Ja, das ist doch super. Ne? Und dann kannst du jetzt mal in deinem Urlaub drüber nachdenken, der ja jetzt ansteht, was du jetzt nutzt. Ne? Ja, ich Qual, muss die Qual der, ja, eigentlich hat man schon die Qual der Wahl. Ich meine, das Problem, finde ich, ist immer so ein bisschen die Nachhaltigkeit. Ne? Das weiß man natürlich nie. Entdeckst ein neues Tool. Von Padlet kann ich jetzt sagen, das gibt es seit mehreren Jahren. Ja, die Frage ist, gibt es Loom? Kannte ich ja auch noch nicht. Du hast mir das ja vor wenigen Tagen mal oder vor wenigen Wochen mal irgendwie erzählt. Ne, gibt es das in einem Jahr noch? Das weiß man immer nie. Das ist halt echt schnelllebig. Ne? Ja, und es gibt halt auch so viele. Man muss halt mal gucken, was nutzt man für was, dass man nicht zwei Tools für das Gleiche eigentlich hat. Und deswegen, ja, ich probiere auch immer gerne neue Sachen aus, aber ich lasse sie auch genauso schnell wieder fallen dann teilweise. Ne? Also es ist dann kristallisiert sich irgendwann heraus. Und ja, ich glaube, dafür können dann auch diese Videos vielleicht ganz gut helfen, dass das nicht jeder so machen muss. So direkt genau. Mal zeigen, die irgendwie schon ganz sinnvoll sind. Ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, ist das erstmal mit unserer ersten kleinen Tool-Präsentation und ich würde sagen, Nikolas, du fährst jetzt mal schön in Urlaub. Jan und ich, wir haben den ja leider schon hinter uns, aber wir treffen uns dann vielleicht nach deinem Urlaub nochmal und gucken uns nochmal ein paar weitere Tools an. Ja, definitiv. Ja. Ich gehe dann jetzt in den Pack-Modus.